Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Heidi, und ich möchte heute mit euch diese Karte basteln. Und ich möchte gerade auch noch mal was sagen, und zwar geht's um diese Shorts. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich finde die richtig genial. Aus dem Grunde, ich merke genau an den Kommentaren, ob jemand die nachgebastelt haben möchte oder nicht, ob ich dafür eine Anleitung machen soll. Und das finde ich super, super gut. Weil, wenn das nicht so wäre, würde ich das gar nicht das zweite Mal basteln. Und das war diesmal dieser Fall. Tolles Deutsch, Heidi. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ich will gar nicht großartig reden. Ich zeige euch wieder im Video, was wir brauchen. Und wir brauchen auch nicht viel. So, ihr Lieben. Und zwar brauchen wir erstmal ein Schneider- und Falzbrett. Dann brauchen wir, ich hole euch größer, dann brauchen wir Farbkarton nach Wahl mit den Maßen 21 x 14 cm. So groß sind eigentlich meine Karten immer. Also 21, ich lege es hier an. Mal 14 cm. So, also die Maße werde ich jetzt nicht unten mit reinschreiben. Weil das sieht man jetzt im Video und das ist ja auch schnell gemacht. So, falzen tun wir die Karte bei 10,5. So, bei 10,5. So, ihr Lieben, jetzt nehme ich mir die Karte nochmal zur Hand. Und zwar haben wir jetzt hier unsere Falzlinie und die Karte wird ja jetzt so gefalzt. Was wir jetzt machen ist, wir schneiden. Und zwar habe ich bei dieser Karte, zeige ich euch das, 1, 2, 3, 4, 5 mal abgeschnitten und zwar bei 1,5. Ich lege es jetzt an bei 1,5 und schneide das ab. Einmal 1,5, zweimal. Nochmal 1,5, dreimal 1,5, viermal und nochmal 1,5, fünfmal. So, da habe ich erstmal diese Stücke von abgeschnitten. Und dann nehme ich mir noch eins und zwar wird das in der Mitte gemacht. Also schneiden wir im Prinzip 6 ab. 1, 2, 3, 4, 5 und das in der Mitte 6. Und nochmal 1,5. Na. So, und das ist erstmal der Rest von unserer Karte. So, ihr Lieben, jetzt messe ich das kurz aus, weil ich habe mir das ja nicht aufgeschrieben. Das sind 14 mal 1,5. Da brauchen wir noch mal eins von. Und zwar für die andere Seite. Hier habe ich es jetzt schon in Folie. Ich mache die jetzt nicht nochmal auf. Also das nochmal. Also ich lege es gerade nochmal an. Also 14 mal 1,5. 14 mal 1,5. Wenn das nachher zu lang ist und ihr jetzt längeres habt, das können wir nachher abschneiden. Ich zeige euch das. So, nochmal 1,5. Und das kommt hier in die Mitte rein. So, ihr Lieben. Jetzt habe ich hier noch welche. Und das hat die Maße von 1 cm. Das heißt, wir schneiden uns jetzt viermal 1 cm. Entschuldigt, jetzt habe ich mich verschluckt. 1, 2, 3 und ein letztes Mal 4. So, 1, 2, 3, 4. Das können wir an die Seite machen, das brauchen wir nicht mehr. Und unser Schneide- und Falzbrett kann auch erstmal weg. So. Jetzt haben wir ja hier unsere
Reste Karte, die falzen wir auch noch mal schön durch. So. Ihr Lieben, jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5 und im Prinzip 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. So. Jetzt brauchen wir Washi Tape. Das habe ich aus der Action. Also für was Washi Tape alles gut ist, das ist einfach nur klasse. So, wir machen uns jetzt ein Stück ab und kleben das jetzt ungefähr mittig. Das müsst ihr jetzt nicht genau machen, aus dem Grund, es kommt ja nachher wieder ab. So, mit der Klebeseite nach oben. Und dann fixieren wir das noch, das Kärtchen. Und zwar fixieren wir das einmal. Ich lege es hier so an die gerade Linie hier an, damit ich es gerade habe. So fixieren wir das. Jetzt nehme ich noch ein Stück Washi-Tape und ziehe ich das ein bisschen straffer. So. So und so. Und jetzt, ihr Lieben, kleben wir das erstmal auf das Washi-Tape. Ich fange jetzt hier oben an. Oder hier unten, ist eigentlich wurscht. Da gucke ich, dass es so Kante auf Kante ist. So einigermaßen. So. Ich hole euch mal ein bisschen etwas. So. Ist vielleicht besser. Und dann versucht ungefähr, also wer es jetzt ganz genau haben will, der kann das ausmessen. Ich brauche das nicht ganz genau, weil es ist Handarbeit. Und es soll ja so eine Art Gartenzaun sein. Ist auch nicht alles immer ganz genau. So, und dann lege ich wieder hier unten an. Vor allem, wenn es gleich nicht so passt, dann kann man es ja nochmal vom Washi-Tape abmachen. So. Und jetzt lege ich mir wieder hier oben eins dran. No. Und noch mal eins hier. Hier hin. So. Ihr Lieben, was wir jetzt machen, wir kleben und wir kleben. Jetzt muss ich hier das mal kurz losmachen. Ich klebe das jetzt mal hier rüber, hätte ich von Anfang an machen sollen. So, wir machen es jetzt hier, 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 hier und hier und hier Kleber drauf. Ungefähr, dass es jetzt mittig liegt. Das muss ich mal jetzt selber gucken. Das ist nicht schlimm, dass es jetzt zu lang ist. Wir können das gleich alles abschneiden. So, so ungefähr. Und dann mache ich mir jetzt Kleber dran. Eigentlich wie bei meiner letzten Karte. Übrigens, die Idee ist nicht von mir. Die habe ich im Internet gefunden, auf Pinterest, spricht man das so aus. Und zwar, ich glaube, das ist eine Spanierin und die macht tolle Sachen. Und von der ist diese Idee. Hab's aber auch schon woanders gesehen. Ich weiß jetzt nicht wirklich nicht, ob es von ihr die Idee ist, aber ich habe es bei ihr gesehen. So, da gehen wir drüber. Das etwas breitere, die 1,5, die nehmen wir gleich noch von innen. Jetzt nehmen wir noch die schmalen und die kleben wir uns jetzt hier so noch hin, die etwas schmaler sind. So. Vor allem, das sind so fixe Karten und ich finde die irgendwie absolut anders. Ich meine, das habt ihr mir ja schon bestätigt in euren Karten. Übrigens, danke für eure lieben Kommentare immer. So. Und wenn das so ein bisschen schief ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Könnt ihr immer noch so ein bisschen korrigieren. Und Gartenzäune müssen auch nicht gerade sein. Jetzt mache ich mal eben dieses Washi-Tape hier rüber. Und dann mache ich mir nochmal einen schmalen Streifen hier so hin.
So. Auch wieder nur kurz ein paar Pünktchen. Und bei Heidi muss man einen Schluck trinken. Das ist immer so trocken beim Reden. Die Kehle. So. Jetzt legen wir uns hier diesen Streifen noch an. Übrigens, jetzt ist mein Urlaub rum. Heute ist noch ein freier Tag. Normalerweise habe ich den ja Dienstag. Aber ich habe ihn auf den Montag gelegt, weil ich heute Morgen noch zur Nachkontrolle war. Bei meinem linken Auge, weil das gelasert wurde. Aber ich sehe wieder auf beiden Augen 100%. Und das finde ich genial. Ich habe die Durchsicht. So, dann können wir schon mal hier vorsichtig das Washi-Tape abmachen. Macht es vorsichtig ab. Geniale Empfindung, das Washi-Tape. So, und dann sieht das Ganze erstmal so aus. Und dann machen wir uns das hier auch noch ab. Auch vorsichtig. Wenn jetzt ein bisschen hier so rau geworden ist vom Abziehen. Das macht nichts, weil da kleben wir jetzt auch noch was drüber. Jetzt gucke ich mal eben, dass ich von dieser Seite komme. So, jetzt haben wir es fast. Und so. So, ihr Lieben. So sieht das jetzt bis jetzt aus. Seht ihr nicht gerade perfekt gerade? Gucke ich mal, dass ich hier noch etwas mehr Abstand kriege. Dazu muss ich das hier noch mal. Man kann es ja korrigieren. Ist ja noch nicht ganz trocken. Jetzt gucke ich mal. Dann machen wir noch mal Kleber hin. Und dann korrigiere ich das. Ganz schief soll es auch nicht sein. Obwohl das eigentlich egal ist. Es erinnert mich immer so an so Gartentüren. Bei den älteren Leuten früher. Ich sag ältere Leute, dabei bin ich auch nicht mehr die Jüngste. Aber früher als Kind war das halt so. Jetzt schaue ich mal, ob das einigermaßen, das sieht doch gut aus. So, ihr Lieben, bevor wir schneiden, machen wir uns jetzt diesen dicken nach innen rein. So, da mache ich mir hier jetzt Kleber drauf. Und klebe mir wieder den mit 1,5 cm innen rein. So. Ihr könnt das natürlich viel gerader machen als ich, aber ich finde das so schön. Es kann krumm und schief sein. So, dann mache ich mir auch. Jetzt nehmen wir das Schmale. Legen das auch wieder hier an. Gucken, dass die so einigermaßen überlappen von außen und von innen. Schauen wir kurz. Hier ist es nicht der Fall. Da muss ich noch ein bisschen schieben. Schauen wir mal. Schon besser. So. Und dann machen wir das nur noch bei diesem hier. Das machen wir jetzt auch noch hier drauf. Jetzt schaue ich gerade, das sieht gerade so schief aus. Ist das gerade hier? Nee. Jetzt legen wir das so hier drauf. Das passt schon. So, und wieder Kleber drauf. Einfach nur so ein paar Tröpfchen. Und dann legen wir das hier wieder dran. Das schneiden wir gleich noch ab. Schauen wir mal von der anderen Seite. So. Schaut, das ist nicht perfekt, aber das ist ja gerade toll an einem so einem Gartentor, oder? So. Jetzt gehe ich auch noch mal mit dem Falzbein drüber. Ihr könnt das natürlich ganz genau ausmessen und ganz genau dran machen. Ich mache das jetzt nicht. Wir nehmen nochmal unser Schneide- und Falzbrett. Wir brauchen es doch nochmal. So,
So, legen das Ganze hier an. So, und dann schneiden wir das einfach ab. Und fertig ist unsere Karte. Ihr Lieben, und jetzt fangt ihr an zu dekorieren, wie ihr möchtet, was ihr habt. So, erstmal sieht sie jetzt so aus. Ihr könnt alles Mögliche drauf machen. Und ich habe ja bei dieser Karte, wir haben ja oft schon mit diesen Stanzen hier gearbeitet, vielmehr immer nur mit einer. Und ich habe euch das auch verlinkt, verlinke es euch diesmal auch wieder. Da sind 4 Stück in diesem Paket drin. Einmal ist das ganz toll hier mit so einem Vögelchen. Und hier sind so Zweige und Blätter. Und hier sind auch nochmal so eine Blüte und die Vögelchen. Und ich nehme aber nochmal, bei Osterzeit ist hier diese kleinen mit diesen Glöckchen dran. So, was habe ich gemacht? Und zwar habe ich einen Designerblock. Diesen hier, den habe ich geschenkt bekommen beim Wichteln, Weihnachten. Und eine wusste, dass ich bastel. Und die hat mir so einen Block mit in das Geschenk gemacht, also in dem Wichtelgeschenk. Fand ich total schön. Ich habe mich riesig gefreut. Und da suchen wir uns jetzt was zum Glitzern aus. Ich nehme gleich die erste Seite. So. Das mal abkriegen. Wo sie es her hat, weiß ich nicht, aber das sieht mir schwer nach Teddy aus. So, jetzt will ich die erste Seite und die geht schwer raus. Ich habe sie raus. Also ich glaube, das ist Teddy. So, ihr Lieben, und jetzt stanzen wir. Jetzt seht ihr auch mal, wie diese Stanze stanzt. Also bei mir eigentlich hervorragend. Sage ich jetzt so. Ich hole euch größer wegen, ihr seid schon größer, aber höher wegen der Big Shot. So. Jetzt nehme ich meinen Big Shot. Nehme mir das DSP. Und die Stanze, die ich möchte, wo habe ich es jetzt hingelegt? Hallo? Hier. Und lege die mir hier drauf und stanze mir das Ganze aus. Wer andere Stanzen hat, runde Stanzen, macht das damit. Oder wer überhaupt, ihr wisst, was ihr mögt. Ihr macht das drauf. Ich mag das so. Und ich möchte euch auch nur zeigen, was ich mag. Und ihr entscheidet dann, gefällt mir nicht. So. Ich habe es jetzt nur mal einmal durchgekurbelt. Schauen wir mal, ob das reicht. Dann seht ihr auch wirklich, wie diese Stanze stanzt. So, das mache ich wieder zurück. Und dann nehme ich mir meinen Piekser. Schauen wir mal, ob es beim ersten Mal auch schon hier bei diesem dicken Papier gereicht hat. Ich mache es erstmal so. Etwas lose. Seht ihr, durch einmal durchstanzen ist das schon durchgegangen. Also die Stanzen sind top. Also da kann man echt nichts sagen. So, jetzt hole ich mir hier das noch raus. Und ich glaube, auf diese Ecke war auch noch was. So. Und so sieht das Ganze aus. Klasse, oder? Ihr Lieben, bevor ich das jetzt draufklebe, habe ich, und zwar habe ich mir mal im Action, Entschuldigung, ich muss was trinken, diese Stempel gekauft. Und da ist auch so ein Stempelkissen bei. Ihr kennt das bestimmt, die im Action einkaufen. Und dann habe ich mir halt die Buchstaben rausgesucht. H, O, M und E. So, ihr könntet jetzt hier drauf schreiben, auch hier habe ich eine Home, ich finde das halt schön. Ihr könntet da auch, wenn ihr jetzt das anders dekoriert, Sweet Home oder so schreiben. Ich mache das so, jetzt hoffe ich, dass das alles so funktioniert. Nehme mir jetzt erstmal das H und nehme mir auch direkt hier meinen Reinigungspad für die Stempel und dann schaue ich mal. Stempeln ist ja immer so eine Sache. Ich glaube, ich probiere erstmal hier an so einem Stück aus. So.
muss ich da vorsichtig sein, genau, also vorsichtig. Und dann mache ich mir ungefähr hier erstmal das H, dann das O, jetzt schaue ich mal nochmal, wie das aussieht, yes, dann das O, das ist ein bisschen nach unten, aber ihr wisst, was ich meine, dann das M, hier kriege ich es gerade hin, ne? Dann das M, und dann noch das E, wo haben wir es? Und dann haben wir oben drauf. Das U ist jetzt ein bisschen nach unten. Aber ich will ja auch nicht, dass das Video immer so ellenlang dauert. So ihr Lieben, dann habe ich einfach mir noch diese Stanze, also diesen Schmetterling, schauen wir eben, hier drauf geklebt. Dann nehmt ihr euch einfach, ich guck mal, ich mache das hier so auf dem Flügel und auf ein paar Blüten. Ihr braucht das gar nicht überall dran zu machen. So, vielleicht hier noch. Und ich lege das extra so, damit, wenn es zusammenklappt, wenn der Kleber nicht hier drauf kommt, ich lege das hier so rum. Und dann schaue ich mal ungefähr so. Und dann drücke ich das Ganze mal an. So, gehe jetzt nochmal so. Gut, ihr Lieben, und dann einfach nur noch ein paar Steinchen drauf. Dann nehmen wir erstmal die silbernen hier. Und dann mache ich mir hier eins hin. Hier eins hin. Noch hier. Und hier. Gut, und dann habe ich ja noch diese ganz feinen. Also da muss ich echt mal gucken, weil im Moment, ich habe die so lange schon und im Moment arbeite ich da nur noch mit. Und ich muss mal gucken, wo ich die dann noch kriege. Die sind wirklich, mir gefallen die im Moment richtig gut. So, und dann gucken, dass die Blume nochmal andrücken hier. Und dann habe ich nach Lust und Laune, wenn man es denn hochkriegt, die Steinchen hier noch dran gemacht, damit das so einen leichten Glitzer-Effekt hat, weil ihr wisst ja, Glitzer geht immer. Ich höre das auch immer wieder in den vielen, vielen Videos, Glitzer geht immer. So. Und dann noch mal hier noch eins hin. Jetzt habe ich hier gleich zwei dran. Und dann machen wir halt noch so Kleines hier mit bei. Und ihr Lieben, jetzt machen wir noch hier eins hin und dann ist auch unsere Karte fertig. Mehr ist das im Prinzip nicht. Mir geht es darum, dass ihr jetzt wisst, wie diese Grundkarte geht. Schaut mal, ich hole euch jetzt auch wieder näher. Zack, fertig ist sie. Und ihr müsst sie ja jetzt nicht zum Umzug nehmen. Ihr könnt ja auch einen anderen Spruch drauf machen. Ist auch ganz schön. Und dann könnt ihr hier wirklich noch einen tollen Gruß reinmachen. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Anleitung von ein paar den Wunsch erfüllen. Und wenn es auch nur einer ist, ich bastel euch das nach, sobald ich wirklich die Zeit habe, das zu machen. Und was ich als nächstes mit euch basteln will, ist die Karte, die ich gestern euch in einem Short gezeigt habe, und zwar diese hier. Und ich finde sie wirklich schön. Ich habe es auch wirklich mit Liebe gemacht. Und ihr seht gar nicht, wie jetzt dieser Glitzer, wenn ich mal das Licht hier ausmache, ich glaube, dann sieht man es doch so ein bisschen auf den Bienen. Seht ihr das? Und da habe ich so einen bestimmten Stift. Ich zeige euch das. Und die werde ich
wenn es die Zeit erlaubt. Vielleicht schaffe ich es auch noch heute, aber ich kann nichts versprechen, weil da waren auch schon Anfragen dran, dass ich das mal zeigen soll. Dann werde ich die auf jeden Fall mit euch basteln. So, jetzt machen wir mal erst kurz, wird es gleich nochmal ganz ausgehen. Genau, jetzt machen wir es wieder an. Ihr Lieben, es ist vollbracht. Unsere Kerze ist, ich habe gerade auf die Kerze geschaut. Ach Heidi, es wird Zeit, dass du morgen wieder arbeiten gehst. Hupala, Entschuldigung. Also, unsere Karte, nicht Kerze, unsere Karte ist fertig. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen super, super schönen Tag. Ach, und noch was. In letzter Zeit sind wieder sehr viele Abonnenten dazugekommen. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und natürlich meinen treuen Abonnenten, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr auch immer wieder drauf schaut und danke für eure netten Kommentare. Und ihr wisst ja, ich schreibe immer nur ganz kurz. Ich bin ja ein Quatscher und eine Quatscherin, aber keine Schreiberin. Ihr Lieben, euch einen super, super schönen Tag, wenn ich es nicht schon gesagt habe. Und vielleicht schaffe ich es noch, diese Bienenkarte mit euch zu machen. Ansonsten bis bald, eure Heidi. Ciao.